Gute und herzlich willkommen zur LinkedIn Lounge, dein Podcast für mehr Spaß und mehr Erfolg auf LinkedIn. Mein Name ist Thomas Herzberger. Ich bin Geschäftsführer von Schaffensgeist. Wir sind eine Beratung für souveräne Kommunikation mit dem Fokus auf Personal Branding für CXO und Corporate Influencing. Und heute haben wir eine ganz besondere Episode für dich, liebe Hörerinnen, lieber Hörer, besonders wenn du im Bereich HR unterwegs bist, denn ich habe mir nicht nur einen, sondern gleich zwei Experten aus dem HR hinzugezogen und damit ich es mir einfacher merken kann, gleich zwei Stefans dazu, nämlich zum einen den schon dir bekannten aus einer vergangenen Episode, Stefan Rathgeber von Rathgeber Consulting. Gute Stefan. Servus und hi, Stefan mit PH hier. Genau. Ich werde es jetzt in Zukunft versuchen zu betonen, der Chef Hahn. Und dann aber unser Hauptgast, den wir heute interviewen und löchern werden, ist niemand Geringeres als Stefan Scheller. Solltest du Stefan Scheller noch nicht können, Schande auf dich, dann bist du aber neu in der Branche. Denn er ist mit allem nötigen Respekt ein Urgestein in dieser Branche. Er ist unterwegs nicht nur als Fachkraft bei DATEV im Bereich Employer Branding, sondern vor allen Dingen ist er bekannt auf den Bühnen dieser Welt als Perso-Blogger. Und da ist natürlich, da freut meine Seele, dass ich endlich mal hier noch einen Blogger in der LinkedIn Lounge zu Gast habe, der weiß, wovon er spricht und worüber er schreibt. Hallo Stefan, schön, dass du dabei bist. Hallo, grüß euch ihr beiden. Ich bin dann quasi der Stefan mit F in dieser Runde. Ganz genau. Wir werden das versuchen für dich, lieber Hörer, auseinanderzuhalten. Ich hoffe, das ist uns einigermaßen möglich. Aber ich denke, die meisten Fragen werden Richtung Stefan mit F gehen. Im Folgenden auch als lieber Perso-Blogger angesprochen. Ja, alles gut. Ja, und lieber Stefan mit F, ich würde zunächst gerne mal wissen, du bist, ich habe es gerade schon gesagt, ja auch super bekannt und schon lange in der Branche mit dabei. Warum denn die HR-Branche? Was fasziniert dich denn da dran? Ja, also ich habe eine relativ lange Historie bei meinem Arbeitgeber, mittlerweile über 24 Jahre, das muss man sich mal geben. Scheint immer ein toller Arbeitgeber zu sein, wenn man da so viele verschiedene Dinge machen kann. Bin quasi da ein gutes Beispiel und tatsächlich mehr oder weniger durch Zufall in den HR-Bereich gewechselt. Und ich bin da ganz offen, es hatte auch was damit zu tun, dass der Job, den ich vorher hatte, nicht ganz meinen Stärken, Wünschen und Ähnlichem entsprochen hat, inhaltlich. Mhm. Und ich dann bewusst in einen komplett anderen Bereich gewechselt bin. Man kannte mich natürlich als Person schon. Und insofern, 2012 durch Zufall zum Thema Employer Branding gekommen. Und jetzt hänge ich quasi an der Nadel, wenn man es mal so ein bisschen brutal ausdrücken will. Aber was war der Grund dafür? Warum beschäftigst du dich gerne mit den Menschen oder mit diesem Fachbereich? Was ist so das Ausschlaggebende? Ja, also wie gesagt, der Grund, dorthin zu gehen, den gab es eigentlich, der war eigentlich ein persönlicher, ne? Dass mein damaliger Chef, der Christian Kaiser, mich in seine Abteilung geholt hat. Ich fand es dann sehr, sehr spannend, weil das Thema Employer Branding sehr viel damit zu tun hatte, wenn man das Unternehmen schon gut kennt und Ahnung hat und natürlich auch so eine Grundzufriedenheit hat damit, auch weiß, es gibt Stärken und Schwächen, was ja gerade beim Branding besonders wichtig ist, dass wir eben nicht über Werbung, sprich nur Stärken sprechen, sondern dass wir auch mal ja uns trauen, bewusst über das zu sprechen, was nicht gut läuft. Das fand ich eine völlig neue Art und Weise, mit dem Thema umzugehen und habe ich gesagt, das gefällt mir. Das ist tatsächlich selten, dass man eine einigermaßen offene, transparente Meinung gehört zu auch den Dingen, die nicht gut laufen in einem Unternehmen. Wie bedeutsam kann das sein? Gibt es viele Unternehmen, wo du siehst, die nehmen das auch schon mit auf in ihr Employer Branding? Ist das eine Trendbewegung schon? Nein, definitiv nicht. Und wenn mich jemand fragt nach dem Motto Employer Branding, ja, das sind doch diejenigen, die einen Arbeitgeber draußen gut aussehen lassen. Dann sage ich, ja, so wird es meistens gelebt. Warum? Weil wenn wir aktiv kommunizieren, dann sind es natürlich in erster Linie positive Botschaften. Ist ja völlig klar, wie beim Dating, da gehst du ja auch nicht raus und sagst, ich schnarche übrigens total und X und Y. Aber die Frage ist, wenn du reaktiv tätig bist, und da denke ich zum Beispiel an Arbeitgeberbewertungsplattformen wie Kununu, da kann ich dann sehr schön mit einer Authentizität und Ehrlichkeit draußen Punkte machen, die man im aktiven Employer Branding vermutlich nicht machen würde. Stefan, da wollte ich auch nochmal drauf. Hier Stefan mit PH. In der Theorie des Employer Brandings bin ich da total dabei, dass man auch seine
schwächeren Seiten als Arbeitgeber vielleicht mal darstellt. Wo ich das derzeit schon ab und an erlebe, ist, dass Unternehmen über Humor versuchen, das so ein bisschen zu spielen. Ne? Die Bundeswehr zum Beispiel hat da so eine Kampagne gemacht, oder der ein oder andere da draußen mag sich dran erinnern. Jetzt so wirklich, dass ich sage, da bin ich nicht gut als Arbeitgeber. Würdest du das als Teil von Employer Branding sehen und auch empfehlen? Und wenn ja, wie können wir uns dem nähern? Weil das finde ich schon tatsächlich nochmal so ein neues Topic, wenn es um Arbeitgebervermarktung und Personalmarketing geht. Für mich liegt es in der Definition, was bedeutet Branding. Ich kann Branding sagen, Zielrichtung ist es, dass wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden. Ist vermutlich fürs Marketing auch die Top-Prio. Im Employer Branding HR-seitig würde ich sagen, wir sind diejenigen, die transparent machen, wie wir als Arbeitgeber sind. Und wenn wir vielleicht nur, in Anführungszeichen, nur ein 4,3 Arbeitgeber sind und kein 4,95 Arbeitgeber, dann ist das etwas, wozu wir stehen. Also wir gönnen uns dann bewusst Ecken und Kanten. Und ich persönlich muss auch sagen, ich habe immer Angst vor 5-Sterne-Arbeitgebern, vor allem wenn dann hunderte Bewertungen da sind und ich so das Gefühl habe, wenn alles immer zu jeder Zeit perfekt ist, ja, wie glaubhaft ist das? Und genau diese Glaubwürdigkeit auch zu sagen, ja, da gibt's schon ein paar Dinge und da hast du vielleicht in ein Wespennest gestochen, lieber Bewertender auf Kununu. Lass uns da mal ehrlich sein, ja, da können wir besser werden. Ne? Und ich finde, das ist eine ganz andere Zielsetzung, als immer vielleicht irgendwas schön zu reden, abzubügeln oder sonst grün anzufärben. Ja. Darf ich da möchte ich nochmal nachfragen. Mhm. Weil, also der 4,3 Arbeitgeber, der ist ja gut. Ne? Also der gehört zu den Top 5%, ja. Genau, da bist du so in den Top 5% auf jeder Bewertungsplattform. Ja. Was ist denn, wenn ich jetzt der 2,9 Arbeitgeber bin, in einer vielleicht auch noch leicht verrufenen Branche? Wie gehe ich dann daran? Ja, also die Grundsatzhaltung ist ja keine Marketinghaltung, sondern Transparenz bedeutet, wenn wir als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen werden wollen, dann müssen wir ein solcher sein. Sind wir tatsächlich auch in der eigenen Wahrnehmung oder bei Mitarbeitendenbefragung tatsächlich irgendwo in der 2,9er Ecke, dann haben wir erstmal interne Aufgaben. Ja, und dann kann man dann sagen, natürlich kann ich dann so draußen agieren, als ob man hier auf der 4,8er Schiene unterwegs ist und alles super ist. Halte ich aber für schwierig. Ich würde da empfehlen, und so haben wir das vor, muss kurz rechnen, 12 Jahren auch gemacht. Wir hatten damals eine Arbeitgeberpositionierung, die sehr weit im Soll war. Das heißt, wir haben gesagt, wir sind gerade gefühlt so ein spießiger Beamtenladen. Wir haben eigentlich ein geiles Thema, aber es ist so ein bisschen langweilig angehaucht. Ja, und da müssen wir ran. Auch das Unternehmen, ja, also wenn du das damals, als ich angefangen habe, ne, das war gefühlt wie eine Behörde. Wir haben uns auch so verhalten, wir haben gedacht, wir waren schweigsam nach außen, weil wir auch kein Marketing nie treiben mussten. Nichts mit Vernetzung, kein Social Media, kein normaler Internetzugang und alles schwierig. Heute würde ich sagen, sind wir extrem nah an dem, was wir so New Work nennen, dran. Wir haben aber damals gesagt, dass was unser Ziel ist. Das heißt, wir waren unterwegs mit einer Vision für den Arbeitgeber, haben aber gesagt, hey, da stehen wir noch nicht, aber du, liebe Person da draußen, die wir gerade dich erreichen wollen mit unserem Personalmarketing, du kannst uns helfen, diesen kulturellen Switch hinzukriegen. Ja, es war also eine mutige Positionierung und sowas wäre dann auch vielleicht die Antwort für die, die mit einer 2,8 tatsächlich auch nicht nur bewertet sind, sondern sagen, ja, wir haben große Probleme, wir haben eine Unzufriedenheit. An die Unzufriedenheit rangehen, intern erstmal zu arbeiten und parallel, wenn ich sage, ich muss aber Werbung oder Personalmarketing machen, dann seid doch offen und ehrlich und sagen, ja, da gibt's gerade ganz viel. Und wenn du bei uns auf Kununu bist, dann wirst du das sehen. Wir arbeiten aber gerade dran und da gibt's folgendes Projekt und da gibt's erste Fortschritte und so weiter. Und wir sind fest überzeugt, wenn wir dich mit bei uns an Bord haben, dann kommen wir unserem Ziel näher. Also ich fasse zusammen. Also wenn's richtig mistig läuft, trotzdem Kommunikation nach vorne, mutig sein, offensiv sein und die internen Probleme parallel aber richtig kräftig ausräumen. Ja, definitiv, da stehe ich auch fest dazu, weil es hilft dir nicht so zu tun, als ob. Das fällt dir irgendwann in der Probezeit oder wann auch immer auf die Füße. Und dann, wenn du nur ein bisschen unternehmerisch denkst, sagst du, das hilft mir nichts, viel Geld auszugeben, vielleicht noch Dienstleister zu bezahlen, auf Plattformen unterwegs zu sein, um Menschen
vermeintlich zu gewinnen und dann sofort wieder zu verlieren, um bei Null zu stehen. Ja, sage ich, also wer das Employer Branding so denkt, kann das gerne tun. Wir müssen einen Mehrwert stiften fürs Unternehmen. Und ich glaube, da bedeutet es auch langfristig zu denken, dass das, was wir tun, auch wirklich nachhaltig Erfolg hat und nicht so eine Shownummer ist, dass da irgendwelche Sterne stehen, die vielleicht toll aussehen, aber nichts dahinter ist. Das erinnert mich ein bisschen an die Social-Media-Strategie der Deutschen Bahn, die auch relativ und offen damit umgeht, dass da eben nicht alles so wunderbar funktioniert, aber halt eben auch sagt, komm, Attacke, wir machen das Beste. Da hilft ja auch leugnen nichts, ja? Also. Eben, das merkt ja auch jeder. Nur bei der Deutschen Bahn schneller als bei einem Unternehmen, wenn ich mir onboard. Jetzt ist es ja, das hast du ja in deiner, du redest und schreibst ja auch da oft darüber, über Corporate Influencer und deren Einfluss auf das Employer Branding. Wie siehst du es? Wie bedeutsam können gute Corporate Influencer Programme sein? Witzigerweise habe ich da auf meiner eigenen Lernplattform kürzlich erst eine Session gehabt, wo auch genau diese Frage von anderen Unternehmen beantwortet wurde. Corporate Influencer sind manchmal sogar so ein bisschen aus der Not heraus geboren, vor allem wenn sie so einen Social Media Bezug haben, weil man gemerkt hat, dass du auf Unternehmensseiten eigentlich keinen natürlichen Traffic bekommst. Ja, da kannst du ganz viel tolle Sachen posten, da wird nicht viel passieren. Und die Überlegung, stattdessen die reichweitenstärkeren, sozial attraktiveren persönlichen Profile von Mitarbeitenden zu verwenden, die liegt ja erstmal nahe. Dass man dann im Prinzip ein ganzes System draus gemacht hat, eine Methodik, Corporate Influencer, das ist ja schon die Weiterentwicklung, dass man das systematisiert. Aber ich glaube, deswegen gibt es schon einen guten Grund, in allen Unternehmen jeglicher Größe darüber nachzudenken, die Mitarbeitenden als, und jetzt bringe ich mal diesen etwas traditionelleren Begriff, MarkenbotschafterInnen einzusetzen. Ja, und das ist ja eigentlich nur eine Modernisierung, eine Systematisierung dieses klassischen Gedankens, wer zufrieden ist, wer Dinge erzählen kann, der möge das doch bitte tun, und zwar draußen auf Social Media, und dein Unternehmen unterstützt dich dabei, setzt Rahmenbedingungen und verstärkt dich. Ne? So. Ist dann die Aufgabe im HR-Team, also ich versuche jetzt das miteinander zu verbinden, auf einmal dein Wunsch, deine Idee nach mehr Transparenz dann eben auch oder mit der Situation proaktiv umzugehen und Corporate Influencer da als möglichen Kanal ist ja eigentlich einleuchtend, denn die Mitarbeitenden können ja am ehesten noch auf Augenhöhe folglich davon sprechen, wie es denn hinter den Kulissen aussieht. Genau. Wenn du es vergleichst mit anderen Kanälen, die HR zur Verfügung hat in der Kommunikation, wie wichtig sind dann Corporate Influencer? Du musst da immer gucken, was ist jetzt dein Ziel, ne? Und wenn das Ziel ist, ein Markenaufbau, dann hast du vermutlich schon erstmal unabhängig von diesem Thema Corporate Influencer einen riesigen Marketing-Invest. Ja, du willst Aufmerksamkeit. Das kriegst du nicht nur über den Corporate Influencer. Wenn du dann aber so ein bisschen weitergehst und sagst, okay, machst Attention quasi, machst du mit reichweitenstarken Formaten, vielleicht auch mit Knallerdingern, vielleicht auch mit Humor und Ähnlichem, dann kommst du ja auf der zweiten Stufe nach diesem AIDA-Prinzip irgendwann, wo man sagt, es kommt sowas wie Interest auf. Also du möchtest, dass die Menschen sich interessieren, nicht nur sagen, die Kampagne ist toll, sondern auch interessieren für dich als Arbeitgeber. Und genau an der Stelle schlägt dann, sagen wir, die große Stunde der Corporate Influencer, weil sie eben unabhängig von Marketingkampagnen, die mal knallen können, Stichwort Edeka Weihnachtskampagne oder so, ja, das ist toll, sagt mir aber nichts über den Arbeitgeber. In der zweiten Stufe, wenn ich mich dann interessiere, dann suche ich Menschen, die mir eine Aussage dazu bieten können, und das sind eben die Corporate Influencer. Sehr schönes Bild tatsächlich. Ja. Stefan, weil du direkt gesagt hast, dann sozusagen habe ich Interesse auch als Mensch potenziell an diesem Arbeitgeber. Zur Rolle von Corporate Influencern. Wie siehst du denn die Rolle von Corporate Influencern dann auch direkt im Recruiting? Also Hintergrund ist ein Thema, wo ich gerade viel auch drüber nachdenke und Thomas und ich auch dazu diskutieren. Also können auch Mitarbeitende, die Corporate Influencer sind, vom Unternehmen verstärkt und befähigt, enabled sind, auch eine vielleicht sogar eine aktive Rolle im Recruiting dann übernehmen, gegebenenfalls angehängt an Empfehlungsprogramme. Wie guckst du da drauf? Ja, absolut. Und da habe ich auch sehr schöne Beispiele, die ich in Vorträgen von mir oft verwende. Wir hatten 2015 eine Kampagne, in denen wir Azubis präsentiert haben, echte Azubis von uns, haben aber nicht gesagt, wir sind ein Unternehmen, das, und dann haben wir über uns erzählt und wir sind toll, weil, erstens, zweitens, drittens,
drunter ein Arbeitgebersiegel, alles super, sondern wir haben das völlig auf den Kopf gestellt, sondern wir haben die Azubis präsentiert und die Azubis haben erzählt, was sie gerne privat machen, ja, also irgendein cooles Hobby. Wir haben sie bei ihrem Hobby gefilmt und sie haben by the way sozusagen gesagt, und ich arbeite bei Dativ. So, und dann ist genau Folgendes passiert, dass wir Menschen gefunden haben, die diese Menschen, die da aufgetreten sind, cool fanden. Und dann haben die uns angeschrieben und gesagt, ich fand das Video total toll von XY, kann ich da mal Kontakt aufnehmen? Ich kann mich noch erinnern damals, und habe ich auch Screenshots sogar mit davon noch, dass ich dann gesagt habe, das ist wunderbar, dann mach das doch direkt, ja. Also dann chattet sozusagen Schülerin mit Azubi über das Thema und dann kann das sein, dass die natürlich viel Zeit vielleicht über dieses Hobby reden. Aber am Ende kommt doch raus, ich finde es total cool, was diese Person gemacht hat und das schwingt rüber auf die Arbeitgebermarke. Und dann passiert genau das, was ich so mal diesen wichtigen Satz, den ich quasi, wo ich auch Vorträge dazu halte, Menschen gewinnen Menschen, dass die Arbeitgebermarke ein wichtiges Konstrukt ist. Aber damit gewinnst du die Menschen nicht, sondern wahrscheinlich sind es am Ende irgendwelche Testimonials, Corporate Influencer, Menschen, die du privat im Unternehmen kennst, dieses typische Word of Mouth, ja, was du kommst, was von Menschen kommt, was glaubwürdig ist, da kommt die Emotion her. Und irgendwann, wenn es dann wirklich in Richtung, ich will mich bewerben geht, also Action, da kommt HR dann wieder mit rein. Alles andere, und das ist auch unsere aktive Strategie, lagern wir nach vorne aus. Es gibt den Begriff des Peer-Recruitings ja auch, Augenhöhe. Ja, also unsere SchülerInnen oder unsere Azubis so rum sind an Schulen unterwegs. Da ist nicht HR irgendwie mit Abteilungsleitung unterwegs und macht da irgendwie eine Show, sondern es sind SchülerInnen unterwegs. Genauso wie wir kanalspezifisch natürlich auch immer schauen, wer tritt da auf Augenhöhe auf? Dann entsteht Emotionen. Und wenn ich diese Emotionen verwandeln will, dann kann es sein, dass irgendwann mal HR auch mit ins Boot kommt. Aber das heißt, in dem Moment übernehmen ja schon, wenn ich jetzt mal zurück in die Theorie gehe, übernehmen ja schon die Corporate Influencer auch den Awareness-Akt und sorgen dafür, hallo, hier sind wir, übrigens, ich arbeite bei, in dem Fall Dativ. Genau. Definitiv. Die Frage ist ja nur, wie wirst du auf die aufmerksam? Ja, bist du mit ihnen schon vernetzt? Dann kann es natürlich sein, dass sie jetzt mal ein Posting raushauen und dann wirst du plötzlich auf diese Arbeitgeberschiene genommen. Das muss ja aber nicht der Fall sein. Insofern ja, Reichweite schon. In der Regel passiert es aber dann eher zufällig durch diesen typischen Netzwerkeffekt. Ja, das heißt, du gerätst an sogenannte Corporate Influencer anderer Unternehmen ran, entweder wenn du als Experte, Expertin, wie ich, dem Thema folgst oder wenn irgendwo heißt, dass jemand interagiert hat mit jemandem und da ist dann ein Posting, wo es über einen Arbeitgeber geht. Das habe ich mir dann aber nicht ausgesucht, denn das hat der Algorithmus mir zugespielt. Ne? Insofern, ja, ich kann das aktiv versuchen, über die Reichweitensteigerung an die richtige Zielgruppe zu bringen. Ich glaube aber nicht, dass es alleine durch Corporate Influencer möglich sein wird. Was muss dann noch passieren? Welche Instrumente muss ich dann noch parallel spielen neben den Corporate Influencern? Also du kannst es vielleicht auch so machen, ja, wenn die Corporate Influencer so aktiv sind, dass sie auch auf Messen unterwegs sind, dass sie in der Branche Vorträge halten, ja, dass dann sind sie im wahrsten Sinne des Wortes erstmal Influencer, weil sie irgendwie einen gewissen Eindruck haben, vielleicht auch als Speaker, Speakerin auf Bühnen stehen, dann wird es sofort funktionieren, Reichweite in eine gewisse Zielgruppe zu kriegen. Hast du aber so eine Art allgemeinen Markenbotschaften, da gibt es ja einfach ganz viele, die sagen, ich finde es total toll, ist es ein bisschen diffuser, sodass du tatsächlich den gesamten Mix gut gebrauchen kannst, ne? Mit einer guten Marketingkampagne, mit einem guten Corporate Design, mit Führungskräften, die selber im Recruiting irgendwie aktiv werden und was machen, ohne dass man sie deswegen vielleicht gleich als Corporate Influencer sieht. Oder Menschen wie ich, der in der Regel als Persoblogger deutlich mehr Sichtbarkeit hat, aber alle immer wissen, und wenn ich Beispiele bringe, ja, und das so erzähle, wie wir das sehen, diese Corporate-Influencer-Rolle ja auch spielt in eine große Reichweite, ohne dass ich wahrscheinlich in den letzten Monaten auch nur ein einziges Dativ-Posting selber gepostet habe, ja, kann ich das sozusagen subtil in Anführungszeichen immer mit Eindruck, dass Leute sagen, boah, und du bist bei Dativ und ich habe gedacht, bei Dativ, das hat doch alles mit Steuern zu tun, ja? Und schon bist du irgendwie in so einem Employer-Branding-Zyklus drin und hast ganz viele Aussagen auch über den Arbeitgeber. Wenn wir eine Zeitreise machen würden, Stefan, mit F, geh mal so 5 Jahre ungefähr zurück. Welchen Rat würdest du dir selber geben und zu sagen, hey, achte mal da drauf?
Was war so das eines wichtigsten Learnings in den letzten 5 Jahren, was das Thema angeht? Ja, ich bin jemand, der, obwohl er vielleicht sehr progressiv erscheint, ganz gerne, könnte man sagen, wie wir alle, in seiner Komfortzone agiert. Ja, also mit Blick auf meine eigenen Tätigkeiten hätte ich vor 5 Jahren vermutlich deutlich stärker schon sagen müssen, trau dich auch mal vor Video, ja, oder an Videos ran. Da bin ich immer noch so auf dem Stand, dass ich sage, ich habe vor 5 Jahren angefangen, meine Stimme zu mögen, dadurch, dass ich mich gezwungen habe, mal einfach Podcasts aufzunehmen, ja, und mich selbst anzuhören hinterher. Das war für mich vorher echt alles ein Graus. Jetzt weiß ich aber, dass du vor 5 Jahren niemanden mit dem Podcast und auch heute nicht hinterm Ofen vorlockst. Ja, wir sind ja schon deutlich weiter, auch was Videos angeht. Und das fällt mir total schwer. Also ich könnte Stand heute keinen Kanal bedienen, in dem ich, selbst wenn ich zu Hause bin und hier irgendwie so die Handynummer mache, regelmäßig vor diese kleine Kamera treten muss. Ja, das würde mich total stressen. Und der Tipp wäre, 5 Jahre zurück, sag Stefan, beschäftige dich jetzt schon damit, Stimme ist alles wunderbar. Mach dich zukunftsfit, weil es wird auch auf LinkedIn einen Videokanal kommen und, ja. Da brauchen wir noch gar nicht über TikTok reden. Ja, das wäre vielleicht so etwas, was ich mir da selbst raten würde. Mal eine Frage an Stefan mit P. Wenn du jetzt auch eine selbe Zeitreise bei dir im Prinzip, wenn du gerade auf die Branche nochmal blickst, weil was wäre dann deine Empfehlung an dich selber? Das ist ein bisschen unfair, weil das mit dem Video jetzt schon natürlich genannt wurde. Ich beschäftige mich auch gerade damit und mir geht's ähnlich. Es ist echt schwer, gerade sich selbst zu sehen. Also wenn ich auf die Branche gucke, Thomas, dann würde ich gerne anknüpfen an das, was wir gerade so ein bisschen schon besprochen haben, Thema Empfehlungen. 30% in der Regel, 30% der Einstellungen von Unternehmen in der ganzen Dachregion kommen über Empfehlungen. Und es gibt kaum funktionierende Prozesse. Es gibt eigentlich kein funktionierendes Tool dazu. Ja? Jedes Unternehmen macht es selber, von dem in Kreide geschriebenen Aushang in der Bar, den ausgedruckten Dingern, der bedruckten Bäckertüte und dann den ganzen digitalen. Also vor 5 Jahren, wenn ich jetzt da so zurückdenke, hätte ich schon viel intensiver anfangen müssen, mich damit zu beschäftigen in der Branche. Das tue ich jetzt. Das ist immer noch nicht zu laat, zu spät, wie die Holländer sagen würden. Stefan mit F, ich glaube auch, ist es für Video immer noch nicht zu spät. Ja, absolut. Wir kommen auch noch ganz groß raus, ja, auf Zelluloid. Dann sind wir irgendwann auch mal so telegen, Thomas, wie du heute. Nimm ich einfach so hin. Einfach mal mitnehmen. Gut, ja. Tue ich mir in mein Wertschätzungsglas. Vielen Dank an der Stelle. Gerne. Stefan mit F, dieses Gefühl, die Komfortzone zu verlassen und sich jetzt zu äußern in einem Kanal, der einem nicht nahe liegt, den haben ja alle Corporate Influencer. Die allermeisten zumindest. Also die wenigsten sind quasi so Bühnenrampensäue, ja. Wo sie sagen, jawohl, mir fällt das Schreiben total leicht, mir fallen Videos leicht, Podcasts easy, mache ich gerne jeden zweiten Tag. Für die meisten ist es etwas, sie haben einen festen Job und Social Media ist nicht Teil dieses Jobs. Das heißt, sie müssen sich in ihrem Unwohlsein ein bisschen wohler fühlen und rausgehen, sich trauen, auch dem Feedback aus dem eigenen Unternehmen und von der Plattform LinkedIn beispielsweise trauen. Welchen Rat gibst du Menschen, die gerne wollen, aber sich nicht so ganz damit strugglen einfach? Also es gibt ja mittlerweile unfassbar viel zum Thema Corporate Influencer oder Personal Branding, ja. Also man muss ja mal gucken, wenn man selber anfängt, ohne dass das Unternehmen schon sagt, hey, wir wollen in die Richtung gehen, dann macht man ja eigentlich erstmal Personal Branding. Und diese Personal Brand stellt man irgendwann dem Arbeitgeber zur Verfügung, dann wird vielleicht ein Corporate Influencing Programm draus. Welchen Tipp würde ich geben? Vermutlich wird Social Media eine große Rolle spielen. Ich habe das Gefühl, jetzt so mit dem, ich nenne es jetzt mal, bewussten, politisch korrekten Zusammenbruch von X und Facebook eher mit einer Zielgruppe 60, 65 plus, bleibt eigentlich fast nur LinkedIn übrig. Ja? So, und das heißt, wenn man das mal jetzt in den Fokus stellt, dann wäre zum Beispiel so ein Buch wie deines, das liegt ja bei mir auch, da war auch jetzt mit dem Urlaub mit dabei,
sowohl im Urlaub als auch meine Zugfahrt, wo ich mich erstmal generell damit beschäftige und sage, what's all about LinkedIn? Mhm. Ja, so und sagen, was heißt denn Reichweite? Was bedeutet denn, sich zu positionieren? Und da geht es ja nicht um irgendeine Ego-Show, sondern es ist ja immer zielgerichtet. Ich habe irgendein Ziel. So, und wenn ich damit anfange, dann auf Veranstaltungen gehen, mir entsprechende Vorträge anhöre, vielleicht auch Blogbeiträge dazu lese, die eine gewisse Grundqualität haben und nicht von ChatGPT sind, mit ganz generischem Wissen, da komme ich ja schon langsam ran. Und dann wäre die Empfehlung eigentlich, auf LinkedIn sich mit Leuten zu vernetzen, die das machen und irgendwie dann in einen persönlichen Austausch reinzugehen. Und das Spannende ist ja, dass gerade die Corporate Influencer eigentlich die Ersten sind, die sagen, ja klar, komm her zu uns, weil die wollen ja networken, die wollen sich austauschen, die wollen ihr Wissen weitergeben, haben ein Sendebewusstsein quasi und schon bin ich dabei. Es geht wahrscheinlich am Ende schneller, als man denkt, aber auf eine solide Basis sollte man es schon stellen. Also sich eine Gruppe suchen mit Gleichgesinnten oder Leuten, die ein paar Schritte schon weiter sind, um zu schauen, wie komme ich über diese Hürden drüber. Genau. Stefan. Und Stefan, da die anhängende Frage. Mein Erfahrungshorizont zu diesem Thema ist, dass wenn es kein offizielles Corporate Influencer Programm gibt, sozusagen von meinem Arbeitgeber, dann wird eben, und man selber Personal Branding betreibt, weil man das möchte, weil man die Vorteile sieht, weil man es von seinem alten Arbeitgeber vielleicht gelernt hat, weil man vielleicht sogar genau dafür geheiert wurde. Aber es gibt kein offizielles Programm. Dann habe ich das persönlich, aber auch in meinem Umfeld vielfach erlebt, dass Menschen dann sehr schnell diese Selbstdarstellung nochmal gesondert und insbesondere nachgesagt wurde. Ja, auch, ja, ja. Auch weil da Neid eine Rolle spielt, weil vielleicht ein Nicht-Können, Nicht-Trauen, Nicht-Wollen eine Rolle spielt und dann wird gelästert und vielleicht auch mal von der Vorgesetzten oder dem Vorgesetzten einen Spruch gedrückt oder so. Das also selber erlebt, aber eben auch vielfach im Umfeld, vielfach diskutiert. Das ändert sich dann, wenn ich ein Corporate Influencer Programm als Organisation wirklich habe und professionell koordiniere und dann auch die interne Ermächtigung und Befähigung habe. Ist das was, das siehst du auch? Ja, das sehe ich absolut so. Und das wird aber nie ganz weggehen. Wenn du Sichtbarkeit hast, dann wird es immer Menschen geben, die irgendwie dir was Negatives, was Zusätzliches unterstellen, ja, und Personal Branding, was ja auch im Corporate Influencing eigentlich mit drin ist, weil du musst ja persönliche Geschichten erzählen, ja, du bist ja niemand, der irgendwie ein reiner Reichweitenverstärker für Postings des Unternehmens ist und einfach was teilt und bist auch kein Marketing-Mensch, sondern du bist Corporate Influencer, das heißt, du bist eine eigenständige Person, die selber aktiv wird, auch für sich als Person. Und stellt diese Reichweite für den Arbeitgeber in den Vordergrund. Das heißt, diese Unterstellung ist alles egozentriert. Damit muss man dann einfach umgehen lernen, ja, weil das wird nicht weggehen. Und in gewissem Rahmen ist es ja auch so. Also wenn du selber gar keinen Drang hast, zu kommunizieren, dich zu vernetzen, Dinge zu senden, dann solltest du ja auch diese Rolle gar nicht einnehmen. Ja, also bis zum gewissen Grad gehört das dazu. Das sage ich halt immer, aber es muss halt ein gesunder Grad sein. Also wir reden hier nicht über Eitelkeiten, ja, und nur die schönsten Selfies und also so Insta-Hochglanz. Wenn das Substanz hat und du bringst dich persönlich mit ein, dann werden die Leute zwar trotzdem über dich reden, aber dann musst du sagen, okay, da bin ich jetzt allglatt, ja, das lasse ich jetzt einfach abperlen. Stefan, welchen welchen Fehler siehst du bei anderen Unternehmen, die mit Corporate Influencer-Programmen starten? Siehst du da irgendwas Typisches? Und bevor du antwortest, noch eine Sekunde Bedenkzeit, denn liebe Hörerinnen, liebe Hörer, lass uns doch in der Zeit einfach ein kleines Abo da, damit wir auch in Zukunft dir diesen Podcast anbieten können und tolle Gäste wie den Stefan hier einladen. Also vielen Dank schon mal. Die Frage ist insofern immer ein bisschen fies, Fehler der anderen, ja. Also da bin ich immer etwas restriktiv. Ich glaube, wenn du über Corporate Influencer Programme sprichst, dann fände ich es schwierig, wenn du von vornherein sagst, das ist jetzt irgendwie eine Rolle, die so arbeitgebernah, die du zukünftig machst, dass du dich bewerben musst, dass es vielleicht ein Auswahlverfahren gibt, ne, wo man sagt, okay, du kommst hier rein in die Gruppe, du kommst nicht rein, weil man auch immer sagen muss, irgendwo sollte ja auch diese Augenhöhe da sein. Also wenn ich als Arbeitgeber einen privat genutzten Account, der eine gewisse Reichweite in einer relevanten Zielgruppe hat, nutze, dann fehlt mir die Augenhöhe, wenn ich auf der anderen Seite sage, so, jetzt musst du dich bei mir bewerben. Das ist so ein bisschen wie im momentan im Arbeitnehmermarkt. Da sage ich, warum
solltest du hier bei uns arbeiten dürfen, ja, so ungefähr. Da sage ich, nee, umgekehrt, ja, warum okay. solltet ihr mich kriegen, ne? So, und ich glaube, das ist genau das Gleiche an der Stelle. Da gibt es jetzt eine ganze Menge Gründe und deswegen würde ich auch nicht den Begriff Fehler da jetzt nutzen, aber ich halte das erstmal für einen schwierigen Einstieg, Menschen dann die rote Karte zu zeigen und sagen, du kommst hier nicht rein, du bist hier erstmal nicht dabei. Mhm. Die zweite Sache, was ich dann für schwierig halte, ist, wenn du auf ein Massenthema aufsetzt und alle nimmst, die dann nicht mehr ihre eigene Persönlichkeit mit reinbringen, sondern wirklich nur noch, ich teile bereitgestellte Inhalte. Und dann kriegst du, wenn du mit verschiedenen Personen vernetzt bist, 7, 8, 12 Mal den gleichen Beitrag, und zwar wirklich den gleichen Beitrag, weil man eben nicht Corporate Influencer ist, sondern eigentlich nur ja, Posting teilende Person, ja. Dann fände ich es auch schwierig. Da muss man irgendwie auch reinregeln dann. Okay, halten wir gut fest. Also zum einen im Bewerbungsprozess auf die Formulierung achten, auf Augenhöhe begegnen und zum anderen eben jetzt nicht die verlängerte Werkbank der Marketingabteilung sein, sondern wirklich sagen, hey, wir wollen dich, deine Meinung, deine Stimme, deine Perspektive haben und wir geben dir Ideen für Themen, über die du schreiben könntest. Genau. Bei dem ersten Punkt bin ich zu 35% bei dir. 35. Ja, also wo ich tatsächlich auch Schwierigkeiten hatte, ist, wenn man das wie so bei Höhle der Löwen oder so zu so einer Castingshow macht und dann am besten noch extern offensiv vermarktet, um ja noch den letzten Rest Impression sozusagen rauszuquetschen. Genau. Ja. Das ist eher Fremdscher im Moment und gibt es zum Glück auch nicht allzu häufig. Mhm. Auf der anderen Seite dieses, wenn ich ein offizielles Corporate Influencer-Programm mache, dann habe ich in der Regel ja auch professionelle Unterstützung dabei, habe ein Expertenteam vielleicht von extern mit, investiere Ressourcen der Company, ne? Also gehe da auch rein mit Kapitaleinsatz, mit Teameinsatz. Das ist so die eine Perspektive. Deswegen würde ich als Organisation dann schon mir auch das Recht vorbehalten, irgendwie einen Filter reinzubauen, wer da jetzt reinkommt. Und das Zweite ist, wenn ich jetzt ein Programm starte und ich sage, ich kann das mit 10 oder mit 15 Menschen starten, vielleicht mit 20, und es wollen aber 500 mitmachen, dann sprengt das ja auch meinen Zyklus. Mhm. Wie würdest du in dem Fall dann damit umgehen? Ich glaube, das ist vor allem nach intern kommunikativ wahrscheinlich erstmal eine Herausforderung, weil du willst ja, wenn die alle begeistert sind, sonst würden sie ja nicht sich melden, deinen Riegel vorschieben und sagen, ihr dürft nicht mitmachen, ja. Und vielleicht braucht es genau da so eine mehrstufige Vorgehensweise, dass man eben nicht sagt, die einen sind dabei und die anderen sind raus, sondern wir starten jetzt und in der ersten Runde haben wir die und die mit dabei, ja, so. Und alle anderen sind auch herzlich willkommen und wir freuen uns jederzeit, wenn ihr schon mal fleißig, ohne dass ihr jetzt diesen Titel tragt oder vielleicht das Grundwissen, wenn ihr trotzdem euch beteiligt, ja. Und dann wird es auch anders. Und ich glaube, wir sind uns nicht zu 35% einig, sondern wahrscheinlich sogar zu 80, weil ich genau dieses Thema im Kopf hatte und wahrscheinlich meinen wir auch die gleichen Postings. Ich habe damals auch dazu kommentiert. Das hat mir so ein Störgefühl ausgelöst, wohl wissend, dass es natürlich Gründe dafür gibt, ja, und die sind ja kein Fehler an der Stelle. Aber ich glaube, da muss man sehr aufpassen. Weil wenn man das mit Augenhöhe passiert, wenn man in Möglichkeiten, in stufenweisen Zusammenarbeit denkt, dann ist es aus meiner Sicht kein Problem, absolut. Ja, also dieses Thema Augenhöhe, ich habe da so auch noch nicht drüber nachgedacht, finde ich total gut. Danke dir, Stefan. Das nehme ich so echt nochmal mit. Also wie kann man das dann auch in den Programmen so abbilden, dass wir uns hier auf Augenhöhe begegnen, auch wenn es in irgendeiner Form einen Filter gibt und natürlich einen Interesse von der einen an der anderen Seite und umgekehrt, ja. Danke. Ich hast sehr gut zusammengefasst, Stefan. Gebe nämlich genauso. Ich sehe auch beide Vorteile. Ich finde diese Perspektive auch sehr spannend. Eine Idee, wie ich meinen Teilnehmern auf Augenhöhe begegnen könnte, wäre, wenn ich als der Koordinator selber auch Teil der Gruppe bin und mich auch selber als Corporate Influencer sehe und auch mal meine Hürden teile, meine Erfolge teile. Und wenn es auch der Vorstand beispielsweise, der wird nicht Teil der Gruppe sein, aber wenn er trotzdem aktiv ist, auch auf LinkedIn und hier und da mal ein Like oder einen Kommentar da lässt, damit man weiß, ah krass, wir sind hier schon im selben Boot als Unternehmen. Das, denke ich, ist auch eine sehr, sehr wertschätzende, motivierende Geschichte. Absolut. Und vielleicht auch noch ein anderer Gedanke, wenn das irgendwann so sein sollte, dass man das Gefühl hat, es ist eine Art Vertriebswettkampf intern, ja, weil man das alles misst
und die Person dann irgendwie vielleicht auch die meiste Reichweite bringt, noch irgendwie, ne, hervorgehoben wird. Ich glaube, dann wird es aus meiner Sicht auch wieder schwierig. Ich mag es einfach, wenn man sagt, man hat eigenständige Menschen, Persönlichkeiten, ja, die eine Wirkung haben auf ihre Zielgruppe, die die Menschen gewinnen können. Und wenn man da zusammenarbeitet seitens des Unternehmens, ohne dass man das misst und sagt, du musst mehr werden und der andere ist besser, ja, so, dann kippt es. Aber wenn die Augenhöhe da ist, glaube ich, ist das phänomenal, was man mit Corporate Influencing heute erreichen kann. Ich stehe gerade fest, es ist super spannend, mit dir zu sprechen. Ich mag diese Themen, da haben wir schon ganz offen drüber gesprochen, aber die Perspektiven von dir, die sind super spannend. Weil ich glaube, vor allem, wenn man sich momentan auch die externe Kommunikation rund um Corporate Influencer Programme anguckt, dann ist die Nummer eins Zahl immer so und so viel 100.000 Millionen Impressions erzielt und die dann geteilt durch den Average Posting Rhythmus bin ich ja dann auch bei einer Vergleichbarkeit der Zahlen. Jeder guckt auf Like, Engage und Impressions etc. und du machst jetzt da eine andere Perspektive dazu auf, die ich auch wahnsinnig wertvoll finde. Und die Frage, wie man das miteinander, also mit bei einer gewissen Messbarkeit, die man ja auch braucht, also das will ich schon sagen. Ja, ja, absolut. Die auch für einen selber total wichtig ist. Ja, wenn, Stefan, wenn wir dann unsere ersten Videos in der Timeline haben, ja, und uns getraut haben, dann freuen wir uns über jedes Plus und so. Ja. Eine Anmerkung. Heute ist der Tag, an dem Stefan Rathgeber sein erstes LinkedIn-Video veröffentlicht hat. Schaut in seiner Timeline nach. Thomas, danke dir. Jetzt werde ich ein bisschen rot, aber ja, natürlich, ne? Ich Link in den Shownotes. Du packst das direkt in die Shownotes. Ich übe noch. Aber ja, also ist das in der Tat heute live gegangen. Also das, ne, wie kriege ich diese quantitative Komponente mit der qualitativen Komponente miteinander gut in eine Balance? Ja, ich glaube, dann kommen wir voran. Richtig. Ja. Ich hätte jetzt gern abschließend noch an dich, lieber Stefan Scheller, eine persönliche Frage. Du bist auf LinkedIn seit 2010, habe ich gesehen. Du machst den Blog noch länger, ich glaube seit 14 Jahren mittlerweile. Nee, stimmt nicht ganz. Ich habe den Personenblogger in 2013 angefangen. 11 Jahre. Sind das jetzt 11 Jahre. Okay, prima. Trotzdem länger als alle anderen von uns bloggen, vermutlich. Wie ist deine Routine? Wie ist deine Schreibroutine, deine Recherche? Wie findest du die Zeit? Du bist ja, wie du gesagt hast, auch noch, hast ja einen Job nebenbei. Wie findest du die Zeit, so viel Output, so regelmäßig vor allen Dingen, in die Welt zu bringen und dein Wissen zu teilen? Ja, da muss man jetzt so ein bisschen unterscheiden. Ich hätte ja viel häufiger Lust, selber was zu schreiben. Ja, und viele denken auch, ich schreibe ganz oft was, weil wenn ich etwas da auch poste, dann heißt es, ja, das hast du, ja, super, und das sehe ich genauso wie du. Dann muss ich immer sagen, Moment, da steht ja oben drin, wer ist denn Autor, Autorin dieses Beitrags? Ja, das heißt, da ist natürlich mittlerweile, nachdem wir nicht über meinen Blog reden, sondern über ein HR-Portal, ein Großteil, ich sag mal, Fremdcontent drin. Wie komme ich dazu und was ist meine Routine? Ich bin im Fachjournalistenverband auch damit auf Verteilerlisten, die mir rund, sagen wir, 80 bis 100 E-Mails pro Tag von Agenturen ins Postfach reinspülen, wo ich alles Mögliche angeboten bekomme. Und wenn man diese 80 jetzt mal auf die Woche, sind vielleicht 400, hochrechnet, dann sind da vielleicht ein oder zwei dabei, wo ich sage, das ist ein tolles Thema, das ist eine gute Qualität, da gehe ich drauf ein. Ja, das heißt, da entsteht dann etwas. Und meine Routine sieht dann meistens so aus, dass ich meine Mitarbeitenden, die ich im Minijob quasi auch als Perso-Blogger dann beschäftige, und meinen Freelancern jede Idee zuwerfe per WhatsApp-Sprachnachricht, per nicht kommentiertem E-Mail-Weiterleitung, ja, weil die alle dann genau wissen, was will er denn jetzt, wenn er uns das schickt. Insofern sieht meine Routine tatsächlich oftmals so aus: Informationen aufnehmen, Themen identifizieren oder aktiv suchen. Also wenn ich auf LinkedIn irgendwas Tolles finde, dann spreche ich auch Menschen an und das dann möglichst schnell in eine Umsetzung bringen, ja, weil mir fehlt da neben meinem 40-Stunden-Job die Zeit. Das heißt, ich habe 8 bis 10 Stunden in der Woche die Möglichkeit, quasi meinem eigenen Business nachzugehen. Und da bin ich immer auf tun, nicht tun. Es gibt kein später oder vielleicht mal sehen. Und nichts schlimmer ist, als wenn auf LinkedIn jemand Synergien suchen will und mal auf einen virtuellen Kaffee. Das wird nicht funktionieren. Da frage ich dann immer zurück, sei ganz ehrlich, willst du mir was verkaufen? Soll ich dir was verkaufen? Wo gehen wir hin? Ja, und dann sind die meisten ganz ehrlich und sagen, ah, ich würde dir gerne was verkaufen, oder umgekehrt, ich hätte gern Sichtbarkeit auf deinem Portal, und dann kommen wir auch sofort einen Schritt weiter.
Ja. Und dazu ein kurzer Querverweis. In der Folge 142 haben Marina und ich genau über das Thema Networking und virtuelle Cafés pro und contra gesprochen. Und über die, ich sag mal, die Vereinbarkeit zwischen dem Job und dem anderen Job haben wir in der Folge 132 gesprochen mit einem Anwalt /DJ. Und auch das ist sehr, sehr spannend, wie man das miteinander vereinbart. Und Stefan, das heißt, deine LinkedIn-Beiträge, die schreibst du auch so, wie sie denn kommen, wenn es dich inspiriert in dem Moment? Frei von der Leber weg? Das Spannende ist ja, dass ich sehr selten so die klassischen LinkedIn-Beiträge schreibe, wie du sie auch in deinem Buch beschreibst, ja. Da fehlt mir oftmals die Zeit. Ich muss diese Dinge einfach, ich sag mal, vermarkten, ja. Das heißt, ich nehme in der Regel das generisch geschriebene Intro. Wir haben jetzt ja auf unserer Seite, sind wir ja nicht die Clickbaiting und mit einem super Hook immer. Ich nehme das meistens und stelle es einfach in den fachlichen Kontext und deswegen underperformen diese Dinge oft im Vergleich zu dem, was eigentlich meine Reichweite, meine Followerschaft hergeben müsste. Und ich ärgere mich tatsächlich, und das ist vielleicht auch meine Routine, jedes Mal, dass ich es wieder nicht gemacht habe, ja, da jetzt einen tollen Hook zu finden, eine total persönliche Story. Und ich habe noch nicht mal geschafft, zum Beispiel von der Zukunft Personal da ein Posting zu machen, wo du ganz sicher gehen kannst. Ich habe so viele Menschen, tolle Menschen getroffen dort, die das alle verstärken würden, ja, und Co. Oder jetzt die Keynote, die ich in Berlin gehalten habe, vor 300 Menschen. Alle anderen haben das schon geschafft. Ich schaffe es nicht, ja. Insofern glaube ich, ist es tatsächlich am Ende sowas. Ich vernachlässige einen ganz wesentlichen Punkt und meine Routine ist, mich selbst über mich ärgern. Stefan, du brauchst einen Ghostwriter. Ja, aber dann ist es nicht mehr so echt. Selber. Ja, aber dann ist es nicht mehr so echt. Ja, das ist halt immer, wo lässt du los? Aber auch das werde ich hinkriegen, ja. Sehr schön. Danke für diesen ehrlichen Einblick. Stefan Rathgeber, haben wir noch was Wichtiges vergessen zu fragen? Sehr schön. Ich denke auch, soweit. Das passt erstmal dann. Euch beiden und dir, Stefan Scheller, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für dein Wissen, für deine Einblicke. Da war viel Spannendes, viel Neues auch dabei. Danke für deine Perspektiven. Da müssen wir auch nochmal in uns gehen und drüber rätseln, was das für unsere Programme vielleicht heißt. Von daher super inspirierend. Danke dir, danke euch. Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung. Das war die LinkedIn Lounge in der Folge mit Stefan Scheller, dem Perso-Blocker. Wir haben darüber gesprochen, welche Bedeutung Corporate Influencer-Programme im modernen Employer Branding und für das Recruiting haben. Wir haben darüber gesprochen, wie man dazu am besten die Leute motiviert einlädt, auswählt, warum man ihnen auf Augenhöhe begegnen sollte, ob und was man messen könnte. Und wir haben auch noch erfahren, wie Stefans eigene Content-Routine aussieht oder manchmal auch der Mangel davon und wie man trotzdem damit umgehen kann. Also lieber Creator, lieber möchtegern Creator, mach dir keine Sorgen, wir haben alle ein bisschen damit zu kämpfen, alle damit zu strugglen. Wir versuchen es jeden Tag so gut, wie es eben geht. Bleib dran und wenn du jetzt einen Post über diese Folge schreiben möchtest, bist du herzlich eingeladen. Schau in die Shownotes nach, da sind ein paar Notizen dazu, vielleicht zum Start. In diesem Sinne, alles Gute. Wenn es dir gefallen hat, erzähl es gerne weiter. Wenn nicht, behalte es gefälligst für dich. Wir freuen uns auf das nächste Mal. Alles Gute. Ciao, ciao.